Hey Leute, hier sind wir Hörner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's ein Video über einen Hacker. Und kennt ihr das geile Gefühl, wenn ihr gerade noch vor ein paar Tagen drüber redet, dass alle Hacker gebannt worden sind und dann 3 Tage später kommt ein Hacker-Video? Oh ja. Mann. Der Typ hat auf jeden Fall im Hintergrund, seht ihr das, richtig reingelegt. Am Anfang hatte der nur Wallhack am Start. Und später hat er dann einfach, weil er so übelst aufs Maul bekommen hat, A-Bot angemacht. Das Geile war ja, dass der Typ auch eine Waffe auf Gold hatte. Das heißt, er hat bestimmt das Game schon ein bisschen mehr gesuchtet. Und dann sowas anzumachen, ja, schon ein ich bisschen. Ich fand's am Anfang richtig witzig, weil der Typ, ohne Witz, Leute, der hat einfach so richtig fett aufs Maul bekommen. Und das trotz Wallhack. Und ich wusste, ich habe das Gameplay erst im Nachhinein gesehen, also ganz gesehen, wo ich dann gesehen habe, dass der A-Bot auch noch angemacht hat. Aber am Anfang habe ich gedacht, what the fuck, der kriegt einfach so hart aufs Maul und hat Wallhack. Wie kann man so scheiße sein? Weißt du, du weißt einfach die ganze Zeit, von wo alle Gegner kommen, du kannst die pre-fairen und du kannst die einfach outplayen alle. Und der muss richtig kacke sein, dass er so auch dann noch aufs Maul bekommt, dass er dann extra noch A-Bot anmachen muss, weil ich glaube, irgendein Gegner hat den sogar dann Raps gedrückt und ja, einfach richtig low. Er steht dann teilweise auch ein bisschen AFK rum, um seinen Hack einzustellen. Oh. Und einfach richtig der Untermensch, muss ich mal wieder sagen, weil wenn man so kacke ist. Und noch dazu, wie gesagt, Homner hat es ja vorhin gesagt, er hat eine Waffe auf Gold. What the fuck, der sucht also eigentlich richtig viel und ist trotzdem so kacke. Also verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe es halt auch nicht, wie man mit einem Wallhack dann noch so reinkacken kann. Weil da muss man ja schon so ein erbärmliches Ding haben. Weil ihr wisst ja, Wallhack, man kann durch die Wände gucken, also man sieht die Gegner durch die Wände. Das heißt, man kann schon vorschießen und eigentlich muss man dann den Gegner immer down kriegen. Eigentlich kann man da gar keinen One vs. One verlieren. Aber der Typ bekommt halt aufs Maul, weil er scheiße ist. Und man muss dann einen fucking Hack anmachen, weil sein Aim so scheiße war, also ein Aimbot muss er anmachen. Ja. Und das war wirklich ein übertriebener Aimbot dieses Mal. Also kein so, ja, wenn er drauf ist, dann bleibt er drauf, sondern er dreht sich einfach 180 Grad Drehung instant ja. Auf dem Gegner drauf. Einfach perfektes so plötzlich Aim. Quasi schnipp und auf einmal ist er der krasseste Spieler, den es gibt. Ich denke, was geht jetzt ab? Vorhin hat er gar nichts gedrückt und jetzt geht er so krass ab. Was los? Er hat sich jetzt ein anderer hingesetzt, bis ich bemerkt habe, oh, der hat jetzt einfach den krassen Aimbot des Jahrtausends angemacht. Man sieht dann bei einer Stelle sogar, wo der quasi 360s macht und nach der Reihe auf den Gegner anvisiert, weil der einfach den Hack dann ganz hoch gedreht hat, weil er so ein Maul bekommen hat. Einfach wirklich eine minderwertige Missgeburt ist das. Leute, cheatet nicht. Das ist einfach kacke. Oh, no. Ihr wisst Bescheid. Das ist so ziemlich das Erbärmlichste, was man machen kann in einem Spiel. Es ist halt so, es gibt die Hacker, die sagen, ja gut, ich hacke. Aber wenn ich dann den Typen sehe, ich traue mich wetten, dass der dann behauptet hat, dass er nichts anhat oder was auch immer, weil der am Anfang legit mit einem Wallhack spielen wollte, obwohl er so schlecht war. Ja, ich weiß nicht sagen, warum. Am PC war es dieses Wochenende. Ja, am PC war es dieses Wochenende wieder ein bisschen schlimmer, weil es so ein kleines Free Weekend gab. Und da mussten natürlich alle Vollspasten wieder ihre Hacks ausprobieren in den Lobbys und man konnte teilweise gar nicht mehr spielen. Aber was mich wundert, der Kollege, wie gesagt, der hat eine Waffe auf Gold, das heißt, der hat keinen neuen Account oder was gemacht, sondern der muss schon länger spielen. Und ja, gibt also anscheinend doch noch Hacks, die funktionieren. Und ich habe auch gehört, viele Leute haben geschrieben, dass es auf PS4 und so weiter nicht so viele Hacker gibt. Das finde ich übrigens richtig nice, aber PC und die alten Konsolen sind leider doch ein bisschen gehackt, muss man sagen. Es ist einfach so lächerlich, man. Ich verstehe es halt nicht, was man sich erwartet. Wenn man einen Wallhack alleine anmacht, dann muss man doch irgendwie so denken, dass man nicht gebannt wird, oder? Weil, ja. Wenn dann, ich sag nur, wenn ich einen Hack anmachen würde, was ich nicht mache, würde ich wenn dann alles reinpacken, bevor ich versuche mit einem Wallhack irgendwie legit zu spielen. Ist ja, halt noch so. Dazu, keine Ahnung, ich verstehe es ja nicht, warum du das dann machen solltest, so auf legit, was bringt dir das? Wenn du jetzt irgendwie jemand so tust, als wärst du legit, hast du trotzdem Wallhack, du bist ja trotzdem ein Stück Scheiße. Ich kannte es nur von der Competitive-Szene, dass die das halt so unauffällig gemacht haben, damit halt das Match trotzdem gewertet worden ist. Aber im Public so auf unauffällig spielen, was bringt dir denn das, Mann? Keine der Leute in dem Match werden dich jemals wiedersehen.
und ja. Es ist jedem scheißegal, weil du so oder so gebannt wirst. Du wirst nicht gebannt, weil irgendein Treyarch-Mitarbeiter jetzt sich deine Spielweise im Kinomodus anguckt und sich denkt, ja, der hat die Hex, der wird jetzt gebannt, sondern weil da einfach ein Programm im Hintergrund läuft, der einfach alles, kann nicht mehr reden, das alles abcheckt. Ja. Ich versteh's halt nicht, warum muss man dann auf unlegit machen? Pack ich nicht. Ich denke echt, es gibt viele Leute, die denken, da sitzt sich dann ein Treyarch-Mitarbeiter hin, der guckt sich die Kinomodus-Aufnahme an. Oh, das ist aber legit, sieht zumindest legit aus. Der packt bestimmt nicht an, also das juckt die kein bisschen. Die werden sich überhaupt nichts im Kinomodus angucken, auch wenn er die reportet oder so, das ist denen scheißegal. Ich glaube auch, also ich bin mir zu 100% sicher, wenn du irgendwie jemanden für, man kann ja auch für schlechte Sprache oder so jemanden reporten, das ist so egal, weil es wird auch kein Jucken. Oh Mann. Und ja, aber naja. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, das war's mit dem Hack. Er hat reingeschissen, auf jeden Fall. Aufs Maul bekommen und da musste er den Aimbot anmachen. Das ist traurig. Aber naja, was soll man machen? Es gibt immer so Mises. Ja. Na ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das heutige Video mal wieder gefallen hat, spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab und ja, schreibt mal rein, wie minderwertig dieser Spieler war, auf jeden Fall. Und ja, ich wollte noch mal kurz, wenn ihr wisst, wir machen Sponsor-MMO, ja, da gibt es Game Keys zu holen. Wer Bock hat, kann da mal vorbeigucken. Jetzt vor Weihnachten gibt es sicher was Günstiges zu holen. Und ja, das war's sonst. Ciao. Haut rein. Ciao.